Die Pandemie ist leider noch nicht zu Ende, auch wenn es ermutigende Fortschritte bei den Impfungen, zumindest in Ländern außerhalb Europas, gibt. An den Finanzmärkten hat die Pandemie jedoch ihren Schrecken verloren und seit einigen Wochen bestimmt hier eher die Sorge um stark steigende Inflation das Geschehen und hat bereits dazu beigetragen, dass die Renditen deutlich angestiegen sind. Die Frage ist nun, ist das die Zinswende? Vieles hängt hier davon ab, wie sich die Inflation weiterentwickelt. Die Zentralbanken können zunächst einmal erleichtert sein, dass sie jetzt mal ihrem Ziel näher kommen, aber sie wollen sicherlich nicht riskieren, dass wir einen übermäßigen Anstieg der Inflation bekommen. In den kommenden Monaten dürfte die Inflation weiter ansteigen. Das hat zum Teil mit kurzfristigen Faktoren wie hohen Rohstoffpreisen und Transportkosten zu tun. Aber es trägt auch hier dazu bei, dass die aufgestaute Nachfrage in einigen Bereichen auf geringe Kapazitäten treffen wird. Dementsprechend sind Inflationsraten auch über 3% in einigen Ländern, hier gehört Deutschland dazu, durchaus möglich. In dem Umfeld werden wir sicherlich auch nochmal einen weiteren Anstieg der Renditen bekommen. Wir gehen aber nicht davon aus, dass wir einen langfristigen Anstieg der Inflationsraten bekommen und damit auch einen langfristigen, deutlichen Anstieg der Zinsen. Und das hat damit zu tun, dass wir mittelfristig nach wie vor eine fragile Wirtschaftssituation haben, weil hier ganz einfach die längerfristigen Folgen der Pandemie sich negativ auswirken und ein Großteil der wirtschaftlichen Erholung aufgrund von günstigen Finanzierungskonditionen zustande gekommen ist. Sollten also die Zinsen deutlich ansteigen, würde damit auch der Aufschwung enden und damit sicherlich auch ein Großteil der Begründung, warum die Inflation höher ist. Wir gehen davon aus, dass die Zentralbanken versuchen werden, eine Balance zu finden, um die Inflationssorgen zu dämpfen, gleichzeitig aber klarzumachen, dass sie weiterhin günstige Finanzierungskonditionen vorhalten wollen und dementsprechend erwarten wir auch keine Trendwende der Geldpolitik in 2021 und bleiben positiv für risikoreichere Assets. Thank you.